Direkt im Zentrum Ottersbergs liegt das Redaktionsbüro des Torfkurierverlages. Im Bild zu sehen Birgit Alswe. Sie ist eine der 7 freien Mitarbeiter dieser Zeitung. Das Besondere, die Redakteure sind nicht nur für die Artikel zuständig. Sie sorgen auch für Vertrieb, Grafik und Organisation. Schließlich verfügt der Torfkurier auch über eine Rubrik mit jeder Menge Kleinanzeigen, die erst einmal zusammengetippt werden müssen. Ja, gern. Sagen Sie mir bitte mal den Text. Ich lese Ihnen die Anzeige nochmal vor. Wohnung zu vermieten, 2 Zimmer, 43 Quadratmeter Balkon, 500 Mark warm. Dass alles unter einen Hut gebracht wird, liegt in der Verantwortung vom Herausgeber Götz Paschen. Er ist es auch, der Titelbild und Grafiken zusammenstellt. Dabei hilft ihm ein schneller Computer, der die Arbeit von vor 5 Jahren mit einigen Tastendrücken übernehmen kann. Müssen wir das hier unten natürlich auch noch ändern, ne? Also das muss man dann auseinanderziehen, hier solche Sachen. Die erste Ausgabe musste noch an einem Lichttisch erstellt werden. Dort wurden die getippten Seiten anhand einer Vorlage zusammenmontiert. Ja, ne? Das war so unsere erste Technik. Und damit ging alles los. Also das ist, wie gesagt, eine Spuckstufe.